Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ich bin Lucida und wir fangen heute wieder ein neues Spiel an. Und zwar Beyond Two Souls, ebenfalls von Quantic Dream. Wir schließen also direkt an Heavy Rain an, sozusagen. Das ist jetzt das nächste Spiel, was ich nach Heavy Rain gemacht habe. Und es soll ganz ähnlich sein. Ähnlich wie auch Detroit Become Human, das habe ich ja schon gemacht. Und es ist dann das dritte Spiel. Genau, Beyond Two Souls kam im Jahr 2013 raus für die PlayStation 3. Und jetzt letztes Jahr, vor einem Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr, wurden die drei Spiele von Quantic Dreams eben auch für den PC veröffentlicht. Ja, jetzt sind wir hier. Wir haben Heavy Rain hinter uns. Es war ein sehr spannendes Spiel und deswegen machen wir jetzt hier gleich weiter. Ich glaube, diese Firma, das ist einfach ihr Ding, Spiele dieser Art zu machen. Interaktive Filme sozusagen, Psycho-Thriller. Und ja, ich habe mich jetzt noch nicht großartig informiert, um was es geht in diesem Spiel. Es scheint wohl darum zu gehen, dass man sich mit dem Leben nach dem Tod befasst. Oder was nach dem Tod auf einen wartet. Oder was der Tod überhaupt bedeutet. Also wieder heftiger Stoff im Prinzip. Ich bin gespannt. Und ich habe aber keine Ahnung, was passiert, ob da Menschen sterben oder nicht. Ist ab 16, also ich denke, wir können uns das antun. Ansonsten ist die Besetzung sehr hochkarätig. Es spielt mit Willem Dafoe, den kennt man bestimmt, wurde mehrmals für den Oscar nominiert, hat er aber, glaube ich, nicht bekommen. Elliot Page ist auch mit dabei, wurde ebenfalls, glaube ich, für den Oscar nominiert, hat mehrere Awards gewonnen. Und wer mir sofort ins Auge gesprungen ist, ist Hans Zimmer, der den Soundtrack produziert hat. Und er ist ja einer der bekanntesten Hollywood-Soundproduzenten oder Komponisten überhaupt. Zum Beispiel Interstellar, König der Löwen und so weiter. Das alles hat er hinter sich. Und ja, er hatte ja auch mitproduziert, also sehr hochkarätig. Und ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Also, Audiospur Deutsch, Untertitel keine, passt. Ich würde sagen, wir legen gleich mal los. Bestätigen. Ich hoffe mal, die Steuerung ist besser als im letzten Spiel. Original, neu gemischt. Ah, Original. Ja, natürlich, Original. Also anscheinend ist es so, Jodys Geschichte in chronologischer Reihenfolge ist wahrscheinlich einfacher. Wir machen Original. Und das wird wahrscheinlich gemischt sein. Also, liebe Leute, gut aufpassen. Solo Duo. Ah, was? Kann man das zu zweit spielen? Eine Person. Maus und Tastatur. Natürlich! Ich spiele oft Videospiele. Ich spiele selten oder nie Videospiele. Weiß ich nicht. Was soll ich an kurz? Ja, komm. Wir spielen schon öfters. Dieses Spiel speichert an bestimmten Stellen automatisch. Ist klar. Schalten Sie das System nicht aus. Okay. Ich kann mich gerade noch zurückhalten. Ja, ich bin gespannt. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe seit meiner Geburt eine Gabe. Okay. Ich lasse Die mal Fähigkeit zu Sie hier sehen, was sprechen. noch kein menschliches Wesen je zuvor gesehen hat. In Aha. meinem Kopf herrscht Chaos. Die Bilder, die Geräusche, der Geruch. Ich muss mich erinnern. Muss alles wieder sortieren bis zu diesem Moment. Mich erinnern, wer ich bin. Wenn ich sagen müsste, wie alles begann, Okay. könnte meine Geschichte auch hier anfangen. Okay, deswegen ist alles so durcheinander anscheinend. Ich Aha. habe sie alleine am Straßenrand gefunden, mitten im Nirgendwo. Gab es einen Unfall? Uff. Sie sagt nichts. Hat man sie überfallen? Gejagt hat man sie. Vielleicht einen Namen. Soll ich jemanden für Sie anrufen? Sie haben sicher Familie, Freunde, irgendjemand, der mir sagt, wer Sie sind. Hey. Das fängt auf jeden Fall spannend Wir an. reden nicht viel, was? Wenn Sie mir nicht helfen, kann ich nichts für Sie tun. So kommen wir nicht weiter. Ist das eine Narbe? Ist die neu? Huch! Spezialkräfte? Sie müssen sie stoppen. Sie haben keine Ahnung, womit Sie es zu tun haben. Sie Oh! sollen unbedingt auf mich warten. Willem Dafoe? Stellen Sie umgehend Kontakt her, verstanden? Sie müssen sie stoppen! Sie verdammte Idioten! Sie muss gestoppt werden. Ich weiß.
Sie kommen. Sie kommen. Ah, okay. Sie wird abgeholt aus dem Polizeirevier. Sieht schon deutlich besser aus als Heavy Rain, so von Texturen her und sowas. Auflösen. Was ist hier los? Die Kleine, die heute reinkam. Wo ist sie? Mensch, ich freue mich, dass wir das Spiel machen. Ich glaube, das wird gut. Sieht auf jeden Fall klasse aus. Jetzt ist sie bestimmt nicht mehr da. Die ist bestimmt weg, oder? Oh Mann, das ist richtig spannend gemacht. Oder sie wirft ihnen irgendwelche Telekinese entgegen? Irgendeine Telekinese, Gehirnwelle oder sowas. Da kommt der Oberinspektor. Ah! Alles kaputt, alle tot. Ach du Schande. Ach du Schande, es ging nicht gut aus. Nur er lebt noch. Jodie, was hast du getan? Jodie heißt sie. Oh Mann, das erinnert mich an einen Film, nicht an einen Film, an ein Buch von Stephen King. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Es war, vielleicht war es Carrie? Oder nee, es war Feuerkind. Feuerkind, das war ein Kind, ein kleines Kind, das aus so Telekinese-Fähigkeiten hat und das dann die ganze Zeit auf der Flucht war. So, was haben wir jetzt hier? Das Experiment. Gebrochen, Prolog. Muss ich das bestätigen? Sieht so aus. Noch habe ich gar nichts gemacht. Ah, das war früher. Sie wird beobachtet im Kinderzimmer. Ist das irgendwie so ein experimentelles Kind? Irgendwie so ein Experiment? Irgendwie? Ah, da bist du ja. Na, wie geht's dir heute, Jodie? Gut? Ich störe dich nicht gern beim Spielen und so, aber ich glaube, es wird Zeit, Süße. Aha. Setz uns. Stellen wir uns mal hin. So, jetzt darf ich das Kind spielen. Da vorne war was. Warte mal. Wir steuern sie wieder mit der Maus. Kann man da was machen? Ich glaube, wir müssen direkt hinterherlaufen. Ah, da ist noch was. Ah. Erst ein bisschen Gitarre spielen. Ja, naja. Das üben wir mal noch. Ich hatte das Gefühl, die Steuerung ist genauso schrecklich wie in Heavy Rain. Komm, Kleine, zum Spielen hast du doch nachher noch Zeit. Okay. Na gut. Mal gucken, was jetzt mit ihr passiert. Okay, Nathan wartet auf uns. Nathan wartet. Ich frage mich, ob er die Kameraperspektive irgendwie ändern kann. Aha, und mal. Ah, diese Steuerung. Ah. Aha. So kann man die Kamera ein bisschen ändern. Ah, verdammt. Hi Cole. Hey Alan. Er ist fast fertig. Er war vor zwei Wochen fällig. Hallo meine Süße. Du siehst hübsch aus heute. Das ist wieder toll, Mann. Ich freue mich wirklich, dass er dieses Spiel spielt. Toll. Umsehen. Okay, also richtig, richtig umfangreich können wir uns nicht umschauen. Komm schon, Jodie. Okay.
die auch Eltern hat. Hey, Jolie. Na, wie war bisher dein Tag? Ach, da ist er. Da ist er, ja. Da kennt sie schon ihr ganzes Leben lang anscheinend. Ah, da ist ein weißer Punkt, wenn man was machen kann. Ach so, weißer Punkt. Okay. Wir setzen das hier jetzt auf. Ist nicht schlimm. Genau wie eine Krone. Oh ja. Ho, ho, ho. Jetzt bist du eine Prinzessin. Ich glaube, das Gefühl hat sie nicht. Es ist alles in Ordnung, mein Schatz. Ich bin nebenan, wenn irgendwas ist, okay? Das ist ihr, weiß ich auch nicht, Aufpasser oder sowas. Hey Jody, kannst du mich hören? Ja, denk schon. Okay, los geht's. Kathleen ist nebenan und sie hat die gleichen Karten wie du. Gut, wir wollen jetzt, dass sie eine Karte zieht und sehen dann, ob du sagen kannst, welche sie gezogen hat. Glaubst du, das wird gehen? Weiß ich nicht. Müssen wir gucken. Gut. Okay, dann geht's los. Erste Karte. Aha, jetzt habe ich so eine Spezialsicht. Ah. Ich kann mal da durchgucken, was die da gezogen hat. Ah! Stern. Ja, das ist ja optimal. Da kommt, wisst ihr Bescheid, was da los ist? Aha, so kann man das auswählen. Nächste Karte. Das ist ja beachtlich. Wow. Achso. Geht wieder los. Das ist ja der Hammer, ey. Quadrat. Das erinnert mich irgendwie an die PlayStation-Controller-Knöpfe. Wow. Was ich alles kann, hey. Super. Nächste Karte. Welle. Und was, wenn sie jetzt hier viel weiter weg wäre? Es geht vielleicht nur über eine begrenzte Entfernung. Wirklich gut, Jody. Versuchen wir mal was anderes. Da sind ein paar Bauklötze auf dem Tisch im anderen Raum. Kannst du die Klötze vielleicht umwerfen? Das sind jetzt diese Telekinese-Fähigkeiten. Da sind sie. Gedrückt halten. Hui, gut, Jody. Kannst du da drin noch was anderes bewegen? Die arme Frau, ey, die guckt sich erst mal um. Das war der Poltergeist, oder? Krass. Die arme Frau, die weiß vielleicht überhaupt nicht Bescheid, was da los ist. Ist das genial gemacht? Oh, halt, top, da ist er. Oh, Chaos! Alter, die hat ja Todesangst, die Frau. Das war's. Es tut mir leid, aber mir reicht's. Okay, Jody, Schatz, das Experiment ist vorbei. Verschlossen. Die Tür ist verschlossen! Nein, Kathleen, sie ist nicht verschlossen. Sie klemmt sich ja nur. Ein Moment, ja? Lass mich hier raus! Ganz ruhig, Kathleen. Geh du zur Tür. Du musst jetzt damit aufhören, Jody. Der Test ist vorbei. Wow. Jetzt aufhören. Siehst du? Sie kann nicht aufhören. Ist ja heftig. Ganz ruhig, Kathleen, wir sind unterwegs. Jody. Sie ist in Gefahr. Ihr müsst sie da rausholen. Oh mein Gott, das ist dramatisch. Ich kann auch einfach aufhören und lieb sein, aber ich glaube, das ist nicht Sinn der Sache. Da ist jemand im Raum.
Und die lassen sie einfach nicht raus, oder was? Ziehen und halten, bis die Aktion abgeschlossen ist. Alter! Jody, ist vorbei, Jody. Ist vorbei. Ach du Schande. Es ist vorbei. Was mit der Frau? Es wird niemals vorbei sein. Heftig. Das muss man kontrollieren irgendwie. Ob das einfach so eine Gabe ist von ihr oder ob man da ihr irgendwas reingezüchtet hat oder sowas. Heftig. Ah ja! Hier können wir uns wieder angucken, wie auch in Detroit Become Human, wie die anderen so gespielt haben. Sie und x% der anderen Spieler haben diese Wege genommen. Nicht gespielter Weg Chaos angerichtet. Moment mal. Achso, ich habe Kathleen gewirkt. Okay. Die meisten haben nur Chaos angerichtet. 25% haben Kathleen gewirkt. Heftig. Okay, weiter geht's. Und was hat der Rest gemacht? Das waren jetzt nicht 100%. Okay. Ich weiß nicht, ob ich hier... Ah, oh, keine Ahnung. Das ist jetzt einiges später scheinbar. Ach du meine Güte, was ist denn hier gelandet? Schüchtern, Kleid, Gäste, Plan B. Ich fühle mich, als ob alle herstarren. Das ist nicht nur ein Gefühl, es starren uns alle an. Was ist ja gelandet? Aber was ist jetzt? Also was ist jetzt hier? Das Kleid ist Schrott. Ich hätte lieber was anderes anziehen sollen. Nein, das Kleid ist perfekt. Sieht toll aus. Der ist aber gelangweilt, ey. Aber das Wichtigste ist, sei natürlich. Wenn dich jemand anspricht, einfach immer lächeln. Also verhalte ich mich jetzt natürlich oder soll ich lieber lächeln? Ich wusste gar nicht, dass du Humor hast. Ich glaube, das war kein Humor. Ich Todesangst habe. Ryan, welche Freude, dass Sie hier sind. Ich freue mich auch, Scheich Ahmad. Das hier ist meine Assistentin, Elizabeth. Elizabeth. Ich bin entzückt. Die amerikanische Diplomatie verfügt über solch anmutigen Charme. Hätte mich jetzt auch gewundert, oder? Wenn es die gleiche wäre. Gentlemen, keine Ahnung. Nicht länger stören. Wir reden später, Ahmad. Ja, bis dann, Ryan. Oder vielleicht soll sie spionieren? Er hasst mich. Er würde mich wohl am liebsten erstechen. Aber ich glaube, du gefällst ihm. Sehr schmeichelhaft. Ich muss Hände schütteln gehen. Bleib ruhig und misch dich unter die Leute. Du weißt, was du tun musst. Ja, Botschafter. Wie schön, Sie hier zu sehen. Oh je, sie fühlt sich wirklich nicht wohl. Ich brauche einen ruhigen Platz. Einen ruhigen Platz brauchen wir. Mann, das ist wieder toll gemacht. Vielleicht gehen wir aufs Klo. Mann, toll. Das war's, keine Musik mehr. In Heavy Rain hätte ich jetzt mal geschaut, was der Charakter denkt, aber das geht hier nicht. Da hinten sind Toiletten. Ja, da haben wir's. Linke Seite für Damen. Okay, wie komme ich da rein? Los, funktioniert hier irgendwie nicht. Ach, doch. Was war das für eine Sprache? Klang nicht so sehr nach Arabisch. Wow! Seidel. Okay. Aiden, Aiden, bist du bereit? Da ist ein großes Bild in einem der oberen Räume. Dahinter ist ein Safe. Die Dokumente, die wir suchen, sind da drin. Aber es gibt Wachen und Kameras, also sei vorsichtig, verstanden?
Wem redet sie denn? Mit sich selber? Okay, sie hat gesagt, da ist ein Bild oben irgendwie und es gibt Wachen und Kameras. Was soll er da jetzt machen? Moment mal, wo ist jetzt da ist der Ausgang? Schnell, Aiden. Es tut so weh, wenn du so weit weg bist. Oben bewegen, aha. Ein Bild hat sie gesehen. Nach unten bewegen. Ah ja, meint sie vielleicht das Bild da hinten? Was hat sie gesagt? Dahinter ist ein Safe? Sie spricht mit sich selber, oder wie? Nee, das ist es nicht. Mist! Was hatte sie gesagt? Ich habe nicht genug aufgepasst anscheinend. Ein Bild. Es gibt Wachen und Kameras. Also sie hatte, glaube ich, gesagt im ersten Stock, oder? Ich komme da durch. Jetzt ist keine Zeit für Spielchen. Such ein Büro. Im ersten Stock mit einem Porträt des Scheichs. Und achte auf die Wachen und die Überwachungskameras. Mit einem Porträt des Scheichs, ein Büro. Achte auf die Kameras. Wie soll mich denn eine Kamera sehen? Ich bin doch gar nicht da. Ein Büro mit dem Porträt des Scheichs. Ja. Hier muss es sein. Ja. Viele Porträts. Hallo? Da kann man was machen. Was jetzt? Achso, festhalte, richtig. Nur loslassen. Da passiert nichts. Mist. Urx. Falsch, andersrum. Ja, an die Steuerung muss man uns wieder ein bisschen gewöhnen hier. Kann ich das irgendwie bewegen oder so? Na, Bonus! Was habe ich denn gemacht? Okay, ich habe irgendwas gemacht. Kameras haben wir jetzt nicht gesehen. Gut, wir sollen uns Dokumente anschauen. Ha. Da ist was. Achso, genau, das Porträt des Scheichs. Ziehen und halten, bis die Aktion abgeschlossen ist. Irgendwo muss ein Schalter sein. Oh. Um das Bild zu bewegen. Festhalten müssen. Such ihn, Aiden. Okay, ein Schalter und das Bild zu bewegen. Da ist der Schalter. Osam, اذهب والقي نظرة على مكتب السفير. Das klingt arabisch. حاضر، سأذهب حالا. Oh oh. Scheiße. Die Kamera war an. Die Wache kommt. Verhalte dich ruhig, sonst schlägt der Alarm. Oha. Aber es ist doch keiner da. Wie soll ich mich denn verhalten? Die Kamera war an. So, guck, ob wir die Kameras ausschalten können. Anna fil maktab. Kullu shay'in fi makano. Vielleicht müssen wir in den Überwachungsraum rein. Und die Kamera ausschalten. Es gibt sicher noch einen Weg. Ja. Was haben wir da? Staff only. Da ist es. Hier muss es sein. Aiden, tu was du musst. Mist. Du musst zuerst die Wache ablenken. Ach so. Erst die Wache ablenken. Hoppala. Mal gucken, wie gut wir sind hier mit solchen Sachen. Aiden ist nicht schlecht anscheinend. Okay. Aha, jetzt hält's. Jetzt kann niemand mehr das Hauptbüro überwachen.
Wir sind sicher. Wir sind sicher. Da hinten. Meine Güte, das ist ja sehr praktisch alles hier, diese Fähigkeiten. Ich frage mich, wie sie in diese Dienste gekommen sind. Wahrscheinlich ist sie so eine Art Superwaffe oder sowas. Die arme Frau. Okay. Ja, jetzt ist offen. Mensch, wie praktisch ist das? Mal sehen, ob du den Safe aufkriegst. Wie hast du das denn gemacht? Lesen wir die Dokumente. Beeil dich. Ich kann nicht mehr viel länger. Ja, okay. Okay, nicht bewegen. Ach du meine Güte. Ach du Schande. Ah, da haben wir wieder unsere komischen Kombinationen. Sie schreibt einfach das ab, was sie da sieht, oder was? Oh, also, das ohne Arabisch zu können. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ist ja krass. Es geht ihr nicht besonders gut. ولكن ماذا تفعل هنا؟ إنها مراهد السيدات. انصرف من هنا. أوه. Die lesen die Leviten. Was das denn? Die hilft ihr. Sehen Sie, ich kann nichts tun, um ihr zu helfen. Was zur Hölle war denn das? Was zur Hölle war denn das? Die hat einfach alles mitgenommen. Vielleicht mal kurz die Nase putzen. Die scheint so ein bisschen zu schwanken. Schickes Armband, Mensch. Wow. Ich finde diese kleinen winzigen Handtaschen so unpraktisch. Man kann die nicht umhängen oder sowas. Du musst sie die ganze Zeit in der Hand behalten. Wie doof ist denn das? So, was war jetzt? Hände trocknen? Hilft nichts. Moment mal, ich kann auch meinen Aiden nicht mehr benutzen anscheinend. Oh je, das sieht nicht besonders gesund aus. Das fällt doch auf. Komm, reiß dich zusammen. Jody, alles klar? Fass mich nicht an! Ich will jetzt gehen. Gut, ja, wir gehen. Okay. Ist nicht unbemerkt geblieben irgendwie. Aber wem hat sie denn da jetzt geholfen? Der Frau? Okay, wir hätten wieder verschiedene Wege machen können. Oh, nicht abgeschlossen. Ah. Achso. Ich habe die Mission abgeschlossen. Ich glaube, ich kapiere es jetzt noch nicht gerade. Noch nicht ganz. Okay, nicht gespielter Weg. Hä? Habe ich denn jetzt die Mission abgeschlossen oder nicht? Das ist mir nicht ganz klar. Mission abgeschlossen, nicht gespielter Weg. Oben links, 98%. Mission abgeschlossen, nur mit Aiden. Mission abgeschlossen. Keine Ahnung, ist doch egal. Irgendwie haben wir es wahrscheinlich geschafft. Hoffe ich mal. Liebe Leute, ich würde sagen, wir hören schon auf. Wir haben schon die erste Folge hinter uns. Und ich würde sagen, wir machen nächstes Mal weiter. Also das sieht auf jeden Fall sehr klasse aus. Ich freue mich schon drauf, wie es weitergeht. Bin gespannt, was passiert. Und ja, wir hören hier auf. Ja, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es gefällt euch. Und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Eure Lucida, tschüss.